Hey, Leute! Na, was geht ab? Willkommen heute zurück zu einem weiteren Spiel, was wir spielen werden. Wuhu! Leute, es wird heute wieder ein bisschen eklig, deswegen packt euer Popcorn zur Seite, falls ihr hier gerade am Essen seid oder sowas. Und Leute, ich will nicht so viel rumlabern. Wir werden heute nämlich den Zahnarzt-Simulator, den spielen wir heute. Und der ist ein bisschen eklig, weil hier manche Leute sich nicht die Zähne putzen und das mag ich gar nicht, weil ich bin auf jeden Fall für Zahnhygiene und oh, wir können hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen die Zähne ein kleines bisschen reinigen. Okay. So. Okay. Also Leute, ich lege euch immer noch mal ans Herz, putzt immer eure Zähne und kümmert euch immer um eine anständige Zahnpflege, weil sonst seht ihr irgendwann so aus. Und das wollt ihr doch nicht, oder? Wir gehen rein, wir schauen mal. Oh Gott! Diese Zähne, sie werden mich im Traum verfolgen. Oh Gott. Okay. So, alles gar kein Problem, Junge. Der Zahnschmelz des Todes ist es hier gewesen. So, $80 damit gemacht. Gib mal her, die Tacken. Oh Mann. Okay, wir haben hier den Kollegen, der gerade am Weinen ist. Weil er, oh, ich weiß auch, warum er am Weinen ist. Weil er nämlich sich nicht die Zähne geputzt hat und dann, weil er zu viel Kaffee getrunken hat und sowas einfach so gelbe, eklige Zähne bekommen hat. Komm mal her, mein Freund. Wir machen das schon, okay? Wir kümmern uns darum. Oh, siehst toll aus. Dein Gebiss ist auf jeden Fall sehr nice. Mit dir würde ich nicht tauschen wollen, um ganz ehrlich zu sein. So, wir machen weiter. Wir haben einen neuen Stuhl freigeschaltet. Nice. Miss out, weil sonst kriegen wir Werbung und wir wollen keine Werbung haben. So, okay, wir haben jetzt hier wieder eine wunderschöne blonde Dame, die gerade am Weinen ist, weil sie nämlich Probleme mit ihren Zähnen hat. Aber wir kümmern uns darum, denn wir sind der Zahnarzt des Vertrauens. Oder sowas in der Art. Jetzt hat sie wieder ein strahlend perlweißes Lächeln. Next level. So, cool. Dann haben wir hier den guten... Oh, er hat ein Loch im Zahn. Das haben wir direkt schon gesehen. Das muss auf jeden Fall behoben werden. Nichts leichter als das, denn ich bin der Zahnarzt der Promis, Leute. Ja? Justin Bieber und wie sie alle heißen, waren auf jeden Fall schon hier auf meinem Sitz und haben meine Zähne, ihre Zähne machen lassen von mir. Ich bin leise. Es tut mir leid, ich wollte lustig sein, Leute. Als nächstes haben wir hier diesen Mucki-Man, der auch wieder am Weinen ist. Dann zeigt doch mal her... Alter! Junge, Zahnhygiene ist für den ein oder anderen Kunden hier doch Fremdwort, ne? Machen wir das Ding hier. Machen wir hier zu. So, easy game. Machen wir hier den anderen Zahn auch noch zu. Den da auch noch. Und hasta la vista, Zahnloch, Baby. Weiter geht's. Wir kriegen jetzt nochmal einen neuen Stuhl. Perfekt, wenn ich jetzt hier drauf gehe... Passiert sowieso nichts. Super nice. So, okay, als nächstes. Alter, der Typ ist aber ordentlich durchtrainiert. Zeig mal her, das Dingen hier. Guck mal hier, wir machen das doch hier. Guck mal, ist doch kein Problem. Ist doch kein Problem. Das ist auch nichts, wofür man sich schämen braucht oder sowas. Jeder hat mal ein Loch im Zahn. Das kann mal ganz fix passieren. Hier ist auch bestimmt irgendwo noch sneaky. Oh, er will... Warum? Warum? Warum will er goldene Zähne haben? Okay, jedem das Seine. Wenn sie ihm gefällt, dann machen wir ihm auch goldene Zähne. Oh, hey, ruhig, Mutti. Ruhig. Alter, die hat aber gut. Ja, die hat aber ganz schön viele Kekse genascht. Ja, ganz schön viel Schokolade gegessen hier. Deswegen hat sie so viele Löcher in den Zähnen. Ist nicht so toll. Das werde ich Ihnen aber auch gleich noch mal ein bisschen genauer sagen. So, hier ist aber alles okay. Machen wir alles zu. Drei Löcher in den Zähnen, plus noch Vergelbungen, plus noch das. Eieieiei. Eieieiei. So, gehen wir mal hier rein zu dem hier, der auch ein klein bisschen, ein klein bisschen schiefere Zähne hat, der Kunde hier sozusagen, beziehungsweise der Patient. Ist aber nicht so schlimm, weil vielleicht können wir ihm ja sozusagen auch eine Zahnspange empfehlen. Kommen Sie einfach das nächste Mal wieder und holen Sie sich eine Zahnspange. Nice. Er sieht einfach aus wie ein Vincent, oder? Na, Vincent, wir sehen uns. Mach's gut, Vincent. Ciao. So, okay. Hier haben wir den... Keine Ahnung. Der sieht aus wie ein Pablo. Pablo, pass auf. Pablo, ich kann mich hier um deine Zähne kümmern. Hä, krass. Deine Zähne sind gar nicht mal so schlecht, Pablo. Es gibt doch gar keinen Grund zu weinen.
Es gibt doch keinen Grund zu weinen, lieber Pablo. Du hast nur ein bisschen grün an deinen Zähnen. Er will auch Gold. Natürlich, für 50 Dollar hier die Grills, Leute. Vor allem nur diese Schneidezähne hier. Er freut sich. Nice. Es sieht aus, als wäre er so ein Dad oder sowas. Wisst ihr, wie ich meine? So ein nicer Dad. Pablo. Sehr cool. Okay. Dann kommen wir jetzt weiter. Oh, wir haben jetzt ein Geschenk. Machen wir mal auf, oder? Oh, ein Schrank. Nice. Wir haben einen Schrank bekommen. Dann nehmen wir den doch. So, hier haben wir... hey, das Game haben wir doch auch schon gespielt. Lol. Cool. So. Wir sollen uns jetzt mal ein bisschen umschauen. Was sollen wir machen? Sollen wir hier diese... Oh. Wir sollen mit Strasssteinen sozusagen das Ding hier schmücken. Okay. Okay. Ja, perfekt, würde ich sagen, oder? Sieht gut aus. Sollte eigentlich ein Herz werden. Sie ist zufrieden. Sie ist zufrieden. Akkurat, 85%. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Das ist alles cool. So, als nächstes haben wir jetzt hier wieder den guten alten Kollegen. Okay, er hat wirklich keine schönen Zähne. Aber es ist alles cool, weil ich kümmere mich darum. So, hier... Davon ein bisschen. So, man, wir hier mal... Boah, vier Zähne, die gemacht werden müssen, oder? Eins. Zwei. Bist du nicht zufrieden, mein Freund? Er ist nicht zufrieden gewesen? Will er mich hier komplett gerade hops nehmen? Okay, pass auf. Ich mach dir das Grüne weg. Okay? Deswegen arbeite ich auch eigentlich nur mit Privatpatienten, weil mir das jetzt sehr, sehr auf die Nerven geht. So. Okay. Ah, okay, wir haben hier sogar eine Anzeige, wie zufrieden er ist und wie unzufrieden er ist. So. Die Löcher in den Zähnen sind gestopft. So sollte das sein. Wir gehen weiter ins nächste Level. Let's go. Okay. Er sitzt wieder hier und weint. Alles gut, Mann. Wir kümmern uns darum. Wir kümmern uns um deine gelben Zähne als auch um deine Löcher in den Zähnen. Das sollte eigentlich alles machbar sein heute noch. So. Und natürlich hast du hier noch das ein oder andere Loch, mein lieber Freund. Und wir gucken, hier ist auch noch ein Loch. Und das machen wir auch zu. So, ich will mal jetzt gleich so einen richtig brutalen Härtefall haben, okay? Wir haben jetzt bisher immer noch so okay-Fälle gehabt. Aber jetzt will ich mal so richtig schwierig. Jetzt will ich so einen richtig schweren Zahn. So einen richtig schweren Fall, okay? Irgendeiner, der so richtig kompliziert ist. So, dann zeig mal her. Ist auch noch nicht so... Ist auch noch nicht so kompliziert. Aber check das, wir machen ihm gerade in Rekordgeschwindigkeit die Zähne zu. Und let's go. Er will noch irgendwas Goldenes haben. Okay. So. Er hat jetzt Gold bekommen. Er hat seine Zähne gemacht bekommen. Er hat das gemacht bekommen und so weiter und so fort. Ey, soll ich mir auch mal goldene Zähne machen, Leute? Einfach hier so. Einfach goldene Zähne, das wäre schon sehr nice. Das wäre schon sehr, sehr cool. So, wir kümmern uns um die gute alte Dame hier. Die hat schon ein bisschen mehr Schmerzen, so wie es aussieht. Und zack. Und sie möchte aber auch goldene Zähne haben. Wo genau? Einfach nur die Schneidezähne, also hier die Fangzähne. Jedem das Seine, oder? Sieht auf jeden Fall super cool aus. Yeah! Nice Beißer. Okay. Wie jeder will, ne? Würde ich sagen. So, okay, pass mal auf hier, mein Kumpel. Wir machen das so schnell kannst du gar nicht gucken. So, wir sind nämlich Highspeed. Wir sind nämlich hier die Highspeed, Zähne machen. Polizei. Oder sowas in der Art. So, perfekt. Zähne sind wieder clean. Alles ist wieder nice. Und, bitte unterlassen Sie das Erdbeereis. Das war ein sehr, sehr schlechter Reim. Ich weiß. So. Schauen wir noch mal rein. Hier hast du gar nicht mal so viel. Und die Löcher? Wo ist denn hier ein Loch? Ah, da unten. Okay, doch, das sind viele Löcher. Es sind 4 Stück insgesamt. Aber natürlich der Arzt der Promis kümmert sich um alles. So, und jetzt noch ein paar goldene Zähne. Bisschen Bling Bling, Leute. Bisschen Bling Bling darf natürlich auch nicht fehlen. So, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöne Sache. So, gucken wir mal. So, hier erstmal... Mit voller Geschwindigkeit erstmal die Zähne hier machen. Okay, die hat Schmerzen, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Zack. Ist hier noch irgendwas? Nee.
Und noch ein Zähnchen und ha! Okay. Alles schmerzfrei. Alles komplett schmerzfrei gemacht. So, dann schauen wir doch mal her. Da haben wir einen Typen aus der Bundeswehr sozusagen. Ah, okay. So, und er möchte nur goldene Zähne haben. Okay, dann machen wir ihm einfach nur goldene Zähne. Entspannt. Jetzt hat er einfach einen coolen, teuren Unterkiefer. Cool. Sehr nice. Okay, hier sitzt wieder jemand, der heult. Wir kümmern uns darum. Wahrscheinlich heulen die, weil die Zahnschmerzen haben. Jetzt habe ich es verstanden. Ha! Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, wir müssen jetzt hier mal... Okay, krass. Vor allem will er eine Zahnspange haben und goldene Zähne. Hä? Hä? Sau komisch. Okay, dann halt so. Wir sind im nächsten Level. Let's go. Studio Upgrade. Dann zeig mal her. Eine Pflanze. Eine Pflanze. Einfach eine Pflanze, Leute. Die stellen wir damit dazu. Aber ich würde sagen, falls euch das Spiel hier gefallen hat, lasst ein Like. Da ist auf jeden Fall super duper nice. Oh, ich liege hier voll schön in der Sonne. Leute, wir sehen uns morgen wieder bei einem weiteren Video. Bis dahin, haut da rein, Leute. Und tschüss.